Ja, Leute, ich habe euch erhört. Es hängt euch mittlerweile schon beim Hals raus, dass ich noch immer mit Taubsi ist gleich Beste rumlaufe, obwohl das Event eigentlich schon längst zu Ende ist. Diese Sache werde ich heute ändern. Und es gibt einen weiteren kuriosen Begleiter. Wieso, weshalb, warum, das erkläre ich dann natürlich noch. Ich wollte allerdings eine Sache noch sagen. Habe jetzt 441 Bonbons gerade am Start. Ich bereue es nicht und es hat sich gelohnt. Kurz zur Erklärung, während des Events, da gab es jetzt das Thanksgiving-Event, Doppelerfahrungspunkte, auch für Entwicklungen, und ich dachte mir, das muss man nutzen. Man sieht, nicht nur das GPS-Signal sieht man, sondern man erkennt es anhand der Erfahrungspunkte und so weiter. Ich kann kurz die Medaillen durchgehen, während ich noch etwas labern möchte, bevor es losgeht. Es gab nämlich auch besonders Spieler aus Japan, die so ihre Screens gezeigt haben von Level 40. Einer hat tatsächlich mittlerweile 40 Millionen Erfahrungspunkte und die haben auch Taubos als Begleiter. Noch immer. Das heißt, die wollen leveln, die wollen Erfahrungspunkte sammeln, die wissen, was gut ist. Die Japaner wussten das schon immer. Also, ich habe das nicht getan, um euch irgendwie zu ärgern oder so. 65k, oder oh Mann, das wird dauern. Um euch zu ärgern oder so, sondern weil ich tatsächlich Taubsi mag, weil ich die Entwicklungen mag und weil ich es gut fand, so schnell zu leveln. Ich meine, ey, ich bin Level 37, das hätte ich mir nie erträumen können. Genau. Und jetzt werde ich eben den Buddy wieder austauschen. Ganz kurz noch, Normal-Pokémon, 11.270 Normal-Pokémon. Also man sieht schon, was ich ganz gerne fange. Doch bevor ich jetzt den Stecker hier ziehe, 232,3 gelaufene Kilometer, möchte ich kurz ein Gedicht vortragen, welches ich für Taubsi ist gleich Beste verfasst habe. Es kommt vom Herzen und trägt den Titel für Taubsi. Dole mi fa li Taubsi. Für Taubsi. Es war Liebe auf den ersten Blick. Wenn ich dich fange, macht nicht nur der Pokéball Klick. Jedes Relaxo tausche ich ein gegen dich. Ich hoffe, du lässt mich niemals im Stich. Wenn ich dich sehe, wird mir ganz warm ums Herz. Brichst du mir aus, ist das der größte Schmerz. Kein Hyperball der Welt ist für dich zu gut. Selbst den Meisterball zaubere ich für Taubsi aus dem Hut. Stehst du neben Dratini? Die Wahl fällt nicht schwer. Komm her, denn ich mag dich sehr. Als Pokévision noch ging, war mir Lapras egal. Du warst schon immer meine erste Wahl. 3 Pokémon pro Stunde gibt es bei mir zu Hause. Bist du eines davon, mache ich sofort Pause, um dich zu fangen und einzutüten, denn aus Eiern kann ich dich leider nicht mehr brüten. Ginge es nach mir, dann kämst du aus 10er Eiern. Wenn das passiert, würde ich richtig feiern. 200 Kilometer bin ich mit dir nun gegangen, viele deiner Geschwister habe ich gefangen, doch der Spaß nimmt nun leider ein Ende. Trotzdem bleibst du für mich eine wahre Legende. Dankeschön, Dankeschön, vielen Dank, Dankeschön. Autogrammstunde immer donnerstags zu jeder vollen Stunde. Dankeschön, vielen Dank. Okay, und jetzt wird es Zeit für einen neuen Begleiter. Ich werde gleich noch erläutern, warum. Erst noch der Name, Ratte ist gleich Beste. So, der Spitzname steht schon mal hier, Radfratz. Dann zum Buddy-Menü und tippen hier den Pfeil. Alle bisherigen Fortschritte gehen verloren. Dankeschön, das ist mir durchaus bewusst. Ratte ist Beste. Yo, ist jetzt dein Kumpel. Und damit wage ich mich wieder auf Glatteis und kassiere zwar Hate-Kommentare, aber das macht nichts, denn mit dieser Ratte kann ich jetzt krasse Dinge anstellen. Und zwar, ich habe jetzt nämlich die Goldmedaille bei Radfratz, und wenn man das hat und 100 Kilometer mit Radfratz läuft, was dann passiert? Ärzte hassen diesen Jungen dafür. It's just a prank, bro. Ja, Quatsch, ich meine ganz ehrlich. Wer dachte, dass ich Radfratz nehme? Radfratz benötigt 25 Bonbons zur Entwicklung. So doof bin nicht mal ich. Wenn, dann würde ich nur ein 12er Pokémon nehmen. So, doofe Ditto-Sammlung. Wo sind sie denn? Wo ist mein Candy-Sammler? Ich hab dich so vermisst. Da bist du wieder zurück. Candy-Sammler, genau. Denn mein 98 Pfund wollte schon ein paar Pfund verlieren. Und deshalb muss ich jetzt Bonbons sammeln, würde ich sagen. Genau, da ist es nämlich wieder. Ich freue mich und jetzt ziehe ich erstmal ab sofort wieder mit Relax um die Häuser. Natürlich, wer hätte ernsthaft Radfratz? Kommt schon, Leute.
Das ist ja noch abwegiger als Hornliu zu Aquana. Als kleine Entschädigung ballere ich jetzt hier allerdings ganz viel Sternenstaub unnötig raus und auch bei Ditto. Erstmal 100% Arcani, hat zwar Biss und Flammenwurf, also bei weitem nicht das perfekte Moveset, aber ich will von solchen 100% Pokémon jeweils immer das Stärkste haben. Ich habe noch ein Level Up und ich möchte das nur kurz erklären. Bei Level 38 kann ich alle Pokémon noch, also die jetzt schon am Maximum sind, die kann ich dann ein einziges Mal aufwerten. Nicht zweimal, sondern nur ein einziges Mal. Genau, das heißt ich... Ach komm, wo fahre ich denn schon wieder hin? Das heißt, ich benötige nicht mehr so viel Sternenstaub. Und ganz ehrlich, wir leben eben hier und jetzt und ich will hier und jetzt Arenen einnehmen und Pokémon in Arenen reinsetzen und ich will nicht für Generation 5 sparen oder so. Und für knapp fast Mewtwo gefangen oder so, Fragezeichen, Rufzeichen. Sondern ich will jetzt kämpfen, ich will jetzt leveln. Ich will nicht ewig auf meinem Sternenstaub rumsitzen, wenn ich sowieso schon die besten Investitionen getätigt habe. Ich kann mir auch mal was leisten. Ich habe so viel gezockt in den letzten Tagen. Ich habe das Event gemolken bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Da darf man sich mal was erlauben. Deshalb, dieses Arcani wird irgendwie so 2900 erreichen um den Dreh mit 100%. Geht besser, also leider nicht die 3K geknackt, aber was soll's. Deshalb habe ich eben nach wie vor Relaxo als Buddy jetzt wieder. Denn ich finde Relaxo ist am besten als verteidigender Arena. Da kommt kein Dragoran ran, da kommt vielleicht auch kein Lapras ran, weil Relaxo wurde ja stärker seit dem Update und Lapras ist gleich geblieben. Was ist los? Ich hasse es mittlerweile, Videos zu Hause aufzunehmen. Ich bin so gerne unterwegs mit dem MacBook und nehme alles unterwegs auf. Warum kommt immer dieser GPS-Fehler jetzt? Das gibt's hier wohl nicht. Ich habe an meinen Wänden so Schaumstoff-Dämmplatten, dass der Sound ein bisschen besser klingt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, wie auch immer. Die Bonbons werden knapp. Ich muss ein Fukano-Nest suchen. Kenne allerdings jetzt seit der 8. großen Neständerung leider keines. Übrigens, alle 2 Wochen wird das jetzt wahrscheinlich stattfinden. Da hat sich Niantic tatsächlich auf diesen Rhythmus geeinigt. So, jetzt bekomme ich nur 20 dazu, nicht mehr 40, so wie bisher. Die Hälfte ab einem gewissen Punkt, also ab Trainer Level 30, ist das 2515. Dürfte jetzt ziemlich weit oben mit dabei sein. Also, das sind sie mal nach Wettkampfpunkten sortiert. Ja, da muss man nur einmal runterscrollen. Und da ist mein Arciano Reeves auch schon. Also jetzt muss ich noch fleißig Bonbon sammeln, vielleicht einmal aus einem Ei oder so, das würde dann schon langen für einige Power-Ups und genau. So, und jetzt gehen wir zur Ditto-Sammlung, denn mein nächstes, übernächstes, überübernächstes, irgendein Video von den nächsten soll ein Ditto-Arena-Video werden. Und ich, Glückspilz, habe ein weiteres 82% Plus gefunden, welches bessere Wettkampfpunkte hat. Ich hatte bisher ein einziges. Wo ist es denn hier? Mit 172, das hätte ich nicht verkraften können, dieses Ditto hochzuleveln. Aber der Pokégott war so gnädig und hat mir am 30.11. dieses schöne Ditto beschert. Ja, das ist eben, hat die beste Bewertung. Ich will nochmal kurz durchrechnen, weil so ein Ditto wäre auch fein hochzuleveln, aber ich glaube, die sind alle schlecht bewertet, leider. Jo, hab extra nochmal alle durchgerechnet, die stärker sind von den Wettkampfpunkten her als dieses Ditto. Da ist mir nichts untergegangen, sozusagen. Jetzt hier Bewertung, kann es im Kampf mit allen aufnehmen. Also 82% plus ist in Ordnung. Und ich sehe mir mal an, was der Gute so an Wettkampfpunkten dazu bekommt. Eigentlich die WP an sich sind bei Ditto nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist das Level. Das ist nämlich krass, so wie Ditto funktioniert. Wenn ich jetzt nämlich ein 8 und sagen wir mal, oder jetzt ich bin Level 37, setze ein 37er Ditto in die Arena. Jemand greift mit einem Level 20er Dragoran an, dann verwandelt sich mein verteidigendes Ditto in ein 37er Dragoran. Die KP werden zwar leider nicht großartig stärker oder so, die bleiben glaube ich immer gleich bei Ditto, jedoch die anderen Attribute sind ziemlich fein, also eventuell mal schauen, auch zum Trainieren und so. Es ist einfach ein lustiges Pokémon und wie gesagt, ich habe so viel jetzt gesammelt. Ich will mir mal was leisten. Ich habe so viele Ditto gefangen, so viele Ditto-Bonbons. Da muss mal was geschehen. Ich muss da was rausballern. Ich weiß, manche schlagen gerade die Hände gegen ihren Kopf und so und fragen sich, warum gibt er den ganzen Sternenstaub hier aus? Ich weiß es auch nicht. Aber irgendwas muss ich ja damit anstellen, oder? Denn
Ich kann ihn nicht zur Bank tragen, ich bekomme keine Zinsen dafür oder so. Alle meine Pokémon sind schon am Maximum. Außer Relaxo, da muss ich noch ein paar Mal Candy sammeln. Und bis das geschieht, habe ich dann schon längst weiteren Sternenstaub gesammelt. So ist es ja nicht. Also, wird der mal 600 knacken können? Kann er knacken? 603 Wettkampfpunkte. Das stärkste und unnötigste Ditto dieses Planeten wahrscheinlich. Nur nicht ganz. Irgendjemand war bestimmt schon so doof und hat das getan. Aber ich will nur sagen, viel mehr geht dann gar nicht mehr, wenn ich den hochgepowert habe, weil, wie gesagt, ein Power-Up kann ich noch tätigen. Und das hat schon 82% plus als Bewertung. Ich finde es so toll, dass weiß auf weiß, weiße Schrift auf weißem Hintergrund, da hat jemand echt gut aufgepasst in Farblehre. Finde ich toll, dass sie sowas designt. Hut ab, wer auch immer sich das ausgedacht hat. Weiße Schrift. Hm, welchen Hintergrund nehmen wir für eine weiße Schrift? Weiß, oder? Ja, 100 Punkte für diesen Designer. Glückwunsch. Okay, und ich bin dann bald am Ende angekommen. Ich muss jetzt vielleicht das ein oder andere Ditto verschicken. Tatsache, Moment mal, das scroll ich ganz runter zu einem ziemlich schwachen. Weg mit dir. Und weg mit 12 reichen schon eigentlich, oder? Moment mal. Wo bist du? Wo bist du? Ganz oben bist du natürlich. Ich glaube, ich kann den noch einmal hochleveln. Das heißt, 12 Bonbons fehlen mir. Ja, in der Tat. Egal, das reicht jetzt erstmal. Ich will jetzt nicht 12 Mal Ditto verschicken. Ja, das ist mein Ditto. Level 36 oder so wahrscheinlich. Der bekommt jetzt auch einen Namen, nämlich Tito Fandito. Oder nein, Moment mal. Oh, da fällt mir gerade ein Name ein. Ban. Soll ich das groß schreiben oder nicht? Bandito. Ein echter Bandit. Das ist der Bandito. Jawohl, der gefällt mir sogar noch besser. Ein weiteres einzigartiges Pokémon in meiner Sammlung. Und mit Bandito werde ich in den nächsten Tagen mal ein bisschen was in der Arena ausprobieren. Mal schauen. Genau, das ist meine andere Sammlung, also es waren im Prinzip, Moment, ich kann mal kurz in meinen Pokédex schauen. Dam, da, dam. Dito, Fandito, Bandito, wo bist du? Hier bist du. 56 gesehen, 55 gefangen, kein einziges im Kampf entwischt. Das eine gesehene war eben in der Arena. Das ist eine gute Ausbeute, würde ich sagen. Kein einziges entwischt, ja. Dito verändert seine Zellstruktur, um sich in eine andere Form zu verwandeln. Wenn es sich dabei jedoch auf sein Gedächtnis verlässt, unterlaufen diesem Pokémon schon mal Fehler. Und damit würde ich sagen, geht diese Folge zu Ende. Nein, kein Radfratz als neuer Buddy, auch kein Taubsi mehr. Der Candy-Sammler ist wieder zurück und wird mir ein paar fette 3000er Relaxo bescheren. Jo, ich bedanke mich immer fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.